Deutschen Oper gab es eine Woche lang ein Winterferien-Musiklabor. Die Kinder hier haben in 5 Laboren eine Woche lang geforscht, mit Klängen Musik gemacht, Performances erarbeitet. Die wollen sie jetzt aufführen. Das Thema war Verwandlung, Rollentausch. Und deshalb bitte ich jetzt das erste Laborteam auf die Bühne. Und zu mir kommt das Team Transformateur. Viele Leute sagen uns, sie wären gern sie selbst. Einer von denen war ein alter Mann mit Hut. Ein anderer war schwerhörig. Und dann waren wir noch draußen und haben andere Leute interviewt. Und sehr viele haben gesagt, sie möchten so bleiben, wie sie sind. Manche haben gesagt, sie möchten Millionäre werden oder Könige. Und es gab auch viele Elefanten. Wenn ich es mir aussuchen könnte, dann würde ich fliegen. Aber nicht mit Flugzeug oder so, sondern einfach ohne alles. Wenn ich es mir aussuchen könnte, wäre ich gern irgendeine Berühmtheit oder sowas. Die Frau im Juwelierladen ist blond und circa 50. Sie wäre gerne eine berühmte Schauspielerin geworden. Oder ein Mops. Ja, eine Schildkröte. Oder ein Eichhörnchen. Ein Eichhörnchen, weil sie meine Lieblingstiere sind und so fluffig. Und die Schildkröte, weil sie so lange lebt. Und dann haben wir die Strophen umgewandelt von unseren eigenen Ideen. Man kann hier nicht zwei Beste finden. Alles war cool und interessant und spaßig. Und es hat bei euch damit angefangen, dass ihr mit Aufnahmegeräten durch die Stadt gestromert seid. Ist das richtig? Und was habt ihr dann aufgenommen? Also eigentlich alles Mögliche, was interessant klang. Also von U-Bahn, das Ticken von Ampeln bis hin zu Autobahnen. Wir wollen halt eine Geschichte machen, wo ein Vogel über das Meer und durch die ganze Welt sozusagen fliegt, durch mehrere Welten. Also wir wollten halt wissen, wie man denn alle diese Töne einbringen kann, die man draußen auf der Straße findet. Also wenn ich ein Klang wäre, dann würde ich fröhlich klingen, also etwas heller. Und andererseits halt auch beruhigend. Ja. Also ich fand sehr toll, halt, dass man so auf der Bühne stehen kann und dass man dann auch im Radio ist und alle dich hören können. Kommt mal zu mir mit euren Masken und am Abend ist auch schön, wieder in eure Gesichter zu schauen. Die sind aber auch irre. Wir haben ja diese Masken gemacht. Und dann hat halt einer den anderen über die Maske ausgefragt und dann sind da halt solche Namen oder Alter. Dann wussten wir halt auch so ein bisschen, was der andere in seine Maske so interpretiert. Und ja, deswegen haben wir das gemacht. Ja, also wir mussten die wichtigsten Dinge für uns aufschreiben und dann habe ich halt so versucht, alles reinzumixen. Literatur, dann noch Spaß haben und sich kommunizieren und auch zu reisen und so. Also meine Figur ist ein Vielfaltmonster. Das habe ich wegen den vier Augen, habe ich es halt Vielfaltmonster genannt. Seine Haut ist blau wie das Meer, weil ich halt das Meer sehr gerne mag. Wer wärst du, wenn du nicht du wärst? Das ist eine tolle Frage, da kann man träumen, da kann man diskutieren, da kann man Texte schreiben, vielleicht auch Musik. Und das haben die gemacht, die jetzt auf die Bühne kommen, eine neu formatierte Band mit dem Namen X-10. Ich wäre gerne Astronaut, der aus dem Raumschiff ins Weltall schaut, der schwerelos durch die Milchstraße schwebt, ach, wär ich bloß auf ein fernes Planet. Diese Fragestellung, in andere Rollen zu schlüpfen, wie war das für euch? Es war sehr interessant. Wir haben darüber geredet, wer wir gerne wären, wenn wir wirklich nicht wir wären. Und haben dann überlegt, wie wir einen Text daraus machen können für jeden von uns. Wir saßen gestern locker eine Stunde, wenn nicht sogar anderthalb, an den letzten zwei Sätzen oder so und haben versucht, die richtig zu formen. Und dann waren wir heute bei den Strophen, genau. Zwei Leute haben ein Keyboard mitgenommen, wo so verschiedene Töne sind. Die haben wir aufgenommen. Wir haben Klänge von Rasseln, von Klänghölzern aufgenommen und die hat dann Jörn zusammengeschnitten. Diese Fragen machen halt das aus, wer du bist.
wo du herkommst und wo du halt hin willst, dass deine Ziele machen dich generell aus. Und da das Thema ist, wer wärst du, haben wir diese Fragen genommen, weil sie einfach zum Thema passen. Was läuft verkehrt? Was läuft verkehrt? Und was macht Sinn? Und was macht Sinn? Wo kommen wir her und wo wollen wir hin? Was läuft verkehrt und was macht Sinn? Niemand kann in die Zukunft schauen, doch unsere Träume kann uns keiner klauen. Wo kommen wir her? Wo kommen wir her? Und wo wollen wir hin? Wo wollen wir hin? Was läuft verkehrt? Was läuft verkehrt? Und was macht Sinn?